Moin, moin! Ich habe mir überlegt, als Dank für eure ganze Unterstützung könnt ihr diese schöne Red Magic 6R gewinnen, das bei mir im Endeffekt nur rumliegt. Es ist wie neu, keine Kratzer oder sonstigen Sachen. Mit Originalverpackung natürlich, Ladegerät und so weiter und so fort. Alles, was das Herz begehrt. Ein richtig tolles Smartphone. Nicht nur zum Gamen, auch für den Alltag. Es ist keine Produktplatzierung, das ist keine Werbung. Ich möchte es euch einfach schenken. Wie könnt ihr das gewinnen? Abonniert den Kanal. Unter allen Abonnenten werde ich in 7 Tagen, also genau am nächsten Sonntag, am 2. Advent, werde ich dieses Smartphone verlosen. Also, wenn ihr mitmachen wollt, einfach den Kanal abonnieren. Gerne auch die Glocke direkt anmachen, also ja, kostet nichts und ihr könnt ein schönes Smartphone gewinnen. Und nun viel Spaß mit der Episode. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute schauen wir auf Clash of Clans Truppen. Na gut, einige davon gibt es aber bei Clash Royale. Clash of Clans Truppen im Real Life. Lasst uns das mal durchgehen und einfach mal gucken. Also, fangen wir mal an. Das erste Bild, was ich für euch habe, sind Bogenschützenkönigin und Bogi auf einem Bild, die etwas erstaunt reinblicken. Ich habe jetzt erstmal nur so ein paar vorbereitet, aber wir können ja gerne noch weitere durchgehen. Also es ist einfach so lustig teilweise, was es einfach für lustige Bilder gibt, was Leute sich auch vor allem für Mühe gegeben haben, da was rauszusuchen. Also das erste Bild auf jeden Fall, was wir uns jetzt mal angeguckt haben. Archer Queen und Archer zusammen auf einem Bild. Dann noch ein richtig süßes Bild, oder beziehungsweise zwei richtig süße Bilder. Eine kleine Bogenschützenkönigin mit einem echten Bogen. Eine kleine Bogenschützenkönigin. Ja, das gab es ja früher besonders oft, dass halt auf Halloween oder auf in Deutschland natürlich bei Karneval, dass dann Kinder und natürlich auch Jugendliche sich verkleidet haben als Charaktere aus dem Clash-Universum. Damals, als Clash of Clans noch ein bisschen mehr im Hype war, war das natürlich noch verstärkt der Fall. Mittlerweile leider nicht mehr so, aber zum Beispiel auch auf irgendwelchen Conventions sieht man es ja immer noch, dass da Leute sich dann verkleiden als Charaktere aus Clash of Clans. Hier sehen wir übrigens noch etwas. Das, welches hatte ich denn noch? Das Bild ist auch so geil. Vater, Mutter und der Kleine. Wir sehen die Bogi, wir sehen den grinsenden Goblin und was kommt dabei raus? Der Super Goblin. Der Schleichkobold kommt dabei raus. Der kleine Schleicher. Das ist das Ergebnis aus diesem Verhältnis aus Bogi und aus Goblin. Das war auf jeden Fall schon mal. Also, es gibt so viele lustige Bilder. Wenn ihr wollt, dass ich weitere Bilder zeige, auf jeden Fall, da werden wir noch weitere Truppen durchgehen. Dann lasst gerne mal ein Like da, abonniert den Kanal und dann werden wir jetzt mal weiter gucken. Das ist ein Bild, was ich öfters mal schon mal gefunden habe. Und zwar 7 bekannte Persönlichkeiten, die meisten davon Schauspieler. 1, 2 kenne ich aber auch gar nicht. Und die wurden jetzt halt in Verbindung gebracht mit den Charakteren aus dem Clash of Clans Universum. Hulk Hogan als der Barbar, natürlich. Jetzt zwar nicht so das dichte Haupthaar auf dem Kopf, aber der Bart ist natürlich auch sein Markenzeichen, genauso wie das beim Barbar der Fall ist. Louis C.K. kenne ich gar nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komisch, aber kenne ich wirklich nicht. Als der Riese. Klar, Rob Schneider kennt man natürlich als Goblin. Wobei ich sagen muss, Emily Blunt als Bogi? Okay, ob das jetzt so eine Ähnlichkeit hat, weiß ich jetzt nicht. David Zayas als Magier, das passt schon eher. Und natürlich, das, wo man natürlich als erstes dran denkt, Mr. T als Hawk Rider. Gucken wir gleich noch drauf, habe ich noch ein Bild zu. Und Steve Buscemi, den kenne ich auch auf jeden Fall als Schauspieler, sehr gut. Ist, glaube ich, sogar auch freiwilliger Feuerwehrmann. Ich glaube, der hat sogar mal freiwillig, der hat bei den Anschlägen auf den 11. beim 11. September auf das World Trade Center, hat er, glaube ich, freiwillig geholfen als Feuerwehrmann. So war das. Also als Mauerbrecher in diesem Fall, aber warum? Da verstehe ich den Zusammenhang jetzt zum Beispiel nicht. Wieso ist er, nur weil er ein bisschen blasser ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das waren jetzt schon mal 7 berühmte Leute, die mit Clash of Clans Figuren in Zusammenhang gebracht wurden. Und jetzt hier noch ein Bild, der Goblin. Ein Goblin-Kostüm. Goblin habe ich komischerweise, glaube ich, von allen Sachen, wonach ich gesucht habe, habe ich am wenigsten Sachen vom Goblin gefunden. Ehrlich gesagt. Jetzt hier, wie gesagt, mal so ein Kostüm. Aber warte mal. Ich spule mal jetzt hier ein bisschen vor. Warte mal. Das interessiert mich jetzt mal eben. Warte.
Also Goblin, wie wir das ja jetzt auf dem Bild da sehen, ja, okay, er hat diese Kette mit den Zähnen, mit so einem kleinen Totenkopf, diese blutunterlaufenden Augen, dann die etwas längere Nase, die großen Ohren natürlich in grün gehalten, aber wir gucken uns den Goblin ruhig mal einmal noch mal hier im Spiel an. Also, wo ist er? Da ist er. Ja, man muss ja sagen, damals, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das draußen war, sah er wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders aus, aber ich würde mal sagen, ist eher eins der schlechteren Kostüme. Wovon ich viel gefunden habe, waren auf jeden Fall Barbaren. Es gibt auch so ein, zwei richtig coole Real-Life Clash of Clans Filme bei YouTube. Ich verlinke die euch hier drunter. Davon ist jetzt auch dieses Bild zum Beispiel. Richtig gut. Richtig gut gemacht. Diese Barbaren, die sehen natürlich absolut episch aus. Das muss man einfach mal so sagen. Und dann natürlich noch auch nochmal das Bild auch nochmal aus dem Film. Oh mein Gott, ja, die Barbaren, die muskulösen Barbaren mit den blonden Perücken in diesem Fall und den blonden Bärten. Also es gibt, wie gesagt, es gibt wirklich ein, zwei Filme bei YouTube, Clash of Clans in Real Life, richtig gut, richtig gut. Hier sehen wir jetzt noch einen, ja, das ist ja eher so das Barbarenfass von Clash Royale, aber ich wollte es einfach nur mit reinnehmen, weil ich es auch eigentlich relativ lustig fand. Sieht auch gut aus, muss ich sagen, sieht auch gut aus, aber wir gucken mal weiter. Ja, was fehlt uns denn jetzt noch? Ich kann dann, oh ja, ja, hier von dem Film. Auch noch ein richtig geiler Film. Einmal die Bogenschützenkönigin und einmal die Bogi in Real Life als Kostüm. Auch richtig gut geworden. Das sieht auch einfach nur richtig genial aus. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch die Filme hier drunter. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Habe ich auch schon länger nicht mehr geguckt. Ich glaube, einer der Filme hat sogar, glaube ich, richtig viele Views. Richtig viele Views, richtig viele Millionen. Millionen, nicht nur Tausende, nein, 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 Millionen. Absolut gerechtfertigt, weil das einfach richtig gut gemacht ist. Aber wir gucken mal weiter. Und hier haben wir den Magier, der Wizard. Der sieht natürlich auch richtig gut aus. Unschwer zu erkennen von einer Convention, aber richtig geil gemacht mit dieser riesen Gürtelschnalle, mit diesem, mit diesem Mantel in Blau und Weiß und dann natürlich noch mit der Flamme in der Hand. Das sieht einfach richtig geil aus. Ja, muss man sagen, richtig, richtig geiles Kostüm. Hier sehen wir noch zwei Bilder von der Heilerin. Auch gut gemacht, muss ich sagen. Sieht auch echt aus. Das hat auf jeden Fall auch was. Das sieht auf jeden Fall auch richtig gut aus. Wovon ich mehr Bilder gefunden habe noch hier, war von der Walküre. Und zwar drei Stück habe ich jetzt hier gefunden. Dreimal die Walküre, sieht auch gut aus. Sieht auch sehr echt aus, muss man sagen. Haben sich die Leute auch Mühe gegeben. Die Walküre in echt. Ja. Ich meine, es gibt ja auch Kostüme, die sind jetzt ein bisschen schwieriger zu machen. Es gibt Kostüme, die sind ein bisschen einfacher zu machen. Ich sag mal so. Die Walküre ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das schwerste Kostüm zu machen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen schwierigere. Aber trotzdem muss man ja sagen, wenn man sich die Mühe macht, es gibt ja auch sehr viele Leute, die sind dann in diesem Cosplay drin, in diesem Cosplay-Universum, so nennt man das ja. Und da gibt es auch wahrscheinlich Leute, die das richtig drauf haben und auch richtig, ja, richtig geile Sachen machen können. Richtig geile Kostüme machen können. Ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff eben. Ich suche noch ein bisschen Dunkles, ich bin ein bisschen am Farmen, denn ich möchte gerne meine Begleiter alle noch maxen. Aber wir gucken mal eben noch ganz kurz drauf. Ich hab's ja gesagt, Mr. T. Das Bild hier habe ich gefunden. Alter, wie geil sieht das denn bitte aus? Auf einem großen Schwein haben sie ihn draufgesetzt. Der Hawk Rider in echt. Ja, also da denkt man ja wirklich als erstes dran. Also wenn du Mr. T siehst und dann siehst du den Hawk Rider aus Clash of Clans, du denkst direkt daran, ey, das ist doch eindeutig eine Inspiration gewesen für das Clash of Clans Team. Ich habe da allerdings gar keine Informationen zu. Müsste man vielleicht mal irgendwie nachfragen, wie denn da tatsächlich die Inspiration war oder ob es da Inspiration gab. Oh, den nehme ich jetzt mit. Dass sie vielleicht gesagt haben, ja, hier ist vielleicht, weiß ich nicht, das sieht gut aus in echt oder das könnte passen. Ich meine, wie kommt man auf einen Hawk Rider? Wie kommt man bitteschön auf einen Hawk Rider? Das ist ja die Frage. Wie denkt man sich so, oh nein, da sind ganz viele Fallen, wo die gerade alle reingelaufen sind. Oh, sehr uncool. Sehr uncool. Sehr uncool, muss ich mal gerade so an dieser Stelle sagen. Das gefällt mir jetzt ja mal gar nicht. So, aber wir gucken mal. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dann kann ich gerne noch weitere Sachen raussuchen. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, erstmal nur so ein paar Truppen genommen. Was hatten wir denn? Barbar, Magier, Bogey Queen, dann den normalen Bogey.
Hawk Rider natürlich, Valkyrie und so weiter, also einige Truppen Goblin. Wenn ihr wollt, dass ich weitere mal raussuche, schreibt es mal gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr freuen, während wir jetzt hier noch versuchen, den mal irgendwie mitzunehmen. Ich hasse ja solche Troll, beziehungsweise solche, es ist im Endeffekt, ist das ja eine Fortschrittsbase hier, was wir sehen. Da werden wir mal eben schnell nochmal freezen. Es müsste aber reichen. Ich kann die Königin ja auch noch zünden. Das war auf jeden Fall ganz guter Loot. Ich muss ja eh nur auf das Dunkle gehen. Den Rest habe ich ja eh maxed. Zumindest bis zum Update. Wenn das Update dann rauskommen sollte irgendwann mal und wir wissen, was dann da kommt. Vielleicht kommen ja neue Sachen zum Bauen. Dann brauche ich natürlich wieder mein Gold. So, wir zünden die Königin mal eben noch. Yay, da ist sie. So, 6400. 1400 Bonus. Ich bin wieder runtergegangen in Champion, weil ich noch ein bisschen Loot brauchte. So, habe ich denn hier noch was? 26.000, stimmt, es waren ja Clanspiele. Bei den Clanspielen habe ich ein bisschen was geholt. Ich müsste die Challenge noch hier fertig machen, damit ich hier noch das Jagd fertig machen kann. Und wenn ich das Jagd fertig habe, dann könnte ich es ja, also beziehungsweise könnte ich es beenden. Und dann könnte ich das direkt nochmal neu ausbauen. Es kostet 212.000. Ah, teuer. Aber okay. Wir sind am Ende von dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da für mehr Clash of Clans auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was das Update so bringt. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich hier. Alle Infos und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.